Und nicht nur hier bei uns in Duisburg engagiert man sich für wohnungslose Menschen. Auch in Mülheim und Oberhausen kümmern sich ehrenamtliche Helferinnen und Helfer um Menschen auf der Straße. Es ist Hilfe, die besonders jetzt bei diesen frostigen Temperaturen dringend gebraucht wird. Der Verein Solidarität in Mülheim versorgt wohnungslose Menschen unter anderem mit warmen Mahlzeiten. Sascha Brandstätter ist der erste Vorsitzende des Vereins und jetzt bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Herr Brandstätter. Guten Abend. Sie haben zwei Ortsgruppen mit dem Verein, einmal in Mülheim, einmal in Oberhausen. Wie sieht denn Ihre Arbeit, die Sie ja tagtäglich machen, konkret aus? Also es fängt schon frühmorgens an. Frühmorgens geht schon los mit Lebensmittelabholung, Spenden abholen, einsammeln. Dann hat man so eine kleine Mittagspause. Um 16 Uhr kommen die Köche ins Vereinsheim, fangen an zu kochen. Dann werden die Sachen in die Fahrzeuge gebracht und werden dann halt zum Bahnhof gefahren, jeweils Mülheim und Oberhausen, und an die Bedürftigen ausgegeben. Wir haben jetzt gerade auch schon gehört und es ist ja auch, ja, jeder spürt die Temperaturen aktuell. Es ist wirklich frostig, es ist kalt. Was kriegen Sie da so mit im Kontakt dann auch mit den wohnungslosen Menschen? Wie wirken sich die Temperaturen auf die Situation dieser Menschen aus? Viele sind mittlerweile sehr dick angezogen. Also wir haben schon vor Wochen angefangen, die Personen teilweise neu einzukleiden. Es gibt aber immer noch Nachfragen nach Wollmützen, Handschuhen, Schals. Gut, Schals haben wir jetzt genug, aber Handschuhe und Wollmützen, da gibt es immer wieder Anfragen. Ganz wichtig ist das Thema Isomatten. Man möchte auch nicht abends auf dem Karton liegen und vielleicht auch ein paar hochwertigere Schlafsäcke. Das heißt, Sie haben dahingehend dann jetzt auch Ihr Angebot angepasst, ausgeweitet, also nicht nur Mahlzeiten, sondern Sie versorgen die Menschen jetzt eben auch mit warmer Winterkleidung? Wir versorgen die Menschen mit Winterkleidung, wie gesagt, mit Campingbedarf, Zubehör, wie gesagt, die Isomatten, die sehr wichtig sind, und halt mit der warmen Mahlzeit. Viele kommen auch mittlerweile zu uns abends mit Joghurtbechern, die sie ausgewaschen haben, und sagen, kannst du noch mal für heute Nacht eine Portion einpacken? Sofern genug da ist, besteht natürlich auch die Möglichkeit. Ja, also Angebot ausgeweitet, genau. Ja, wichtiges Angebot ohnehin. Wie finanziert der Verein das? Ja, durch Spenden, wie kommt das alles zustande? Genau, also wir arbeiten zu 100% spendenbasiert. Mhm. Bei uns kriegt auch keiner ein Gehalt. Und wir sind halt das ganze Jahr über eigentlich am Strampeln. Ne? Jetzt ist das Thema Obdachlosenhilfe natürlich sehr präsent durch die Kälte. Ich hatte vor 2 Tagen auch einen Termin am Hauptbahnhof mit einem anderen Pressevertreter, wo ich dann nach Hause kam und dann tat mir das Knie weh durch die Kälte. Ich bin da so ein bisschen anfällig. Dann habe ich die Fenster zugemacht, habe die Heizung aufgedreht, habe rausgeguckt und dachte mir, hier gibt es auch noch Leute, die haben jetzt keinen beheizten Wohnraum. Man denkt dann auch so ein bisschen anders darüber nach. Ne? Man ist dann auch froh über das, was man hat. Ja, für viele Menschen ist es sicherlich selbstverständlich, natürlich eben ein warmes Zuhause zu haben. Wenn man sie ja unterstützen möchte, das sei hier auch nochmal gesagt, kann man das im Internet tun, zum Beispiel auf www.si-mh.de. Da findet man auch alle Informationen zu den Ortsgruppen. Die Hilfe für wohnungslose Menschen, wir haben es auch im Beitrag gehört, ist jetzt nicht nur im Winter ein wichtiges Thema, sondern ganzjährig. Haben Sie da in der letzten Zeit auch eine erhöhte Nachfrage nach Ihrem Angebot feststellen können? Sie meinen die erhöhte Nachfrage im Winter? Ja, sowohl als auch. Also wie hat sich da die Nachfrage entwickelt? Also ich meine, es war ja jetzt durchaus auch eine herausfordernde Zeit. Die Preise überall sind hochgegangen. Wie hat sich der Bedarf nach Angeboten wie diesem? Also die Nachfrage ist schon etwas nach oben gegangen, wobei wir die allerhöchste Nachfrage wirklich zur Corona-Zeit hatten. Mhm. Da war es wirklich so, die Tafeln hatten geschlossen und wir waren die einzige Organisation, die gesagt hat, wir stehen jetzt weiter am Bahnhof. Und da hatten wir dann auch schon mal Familien oder Eltern, die gesagt haben, ich habe hier eine größere Tupperdose dabei. Können wir vielleicht bei euch ein bisschen mehr zu essen bekommen. Aber die Nachfrage zu helfen ist eigentlich eine ganzjährige Nachfrage. Im Sommer haben wir die 45 Grad. Also wir haben mittlerweile auch eine Eiswürfelmaschine gekauft, wo die Leute dann sagen, kann ich eine Cola haben und ein paar Eiswürfel und so, ne? Wo wir dann im Sommer halt anderen Herausforderungen gegenüberstehen. So nach 5 Jahren ist es für uns auch schon planbar, was passiert. Ich wusste natürlich auch schon Anfang Dezember, dass irgendwann 3 kalte Wochen kommen. Und da haben wir natürlich auch schon vorgeplant. Jetzt ist natürlich auch immer, wenn es um Wohnungslosigkeit geht, auch im öffentlichen Diskurs immer zu hören, Deutschland ist ja an sich ein reiches Land. Da müsste ja eigentlich niemand auf der Straße leben. Ist das ja ein Argument, das Sie nachvollziehen können oder vielleicht auch teilen?
das ist ein immer wiederkehrendes Argument, hier müsste keiner auf der Straße leben. Mhm. Es gibt da Menschen, die haben psychische Hemmnisse, die sind nicht in der Lage, den ganz normalen Prozess zu durchlaufen, vielleicht erstmal zum Jobcenter zu gehen, einen Mietvertrag vorzulegen, sich die Genehmigung zu holen, weil sie einfach nicht in der Lage sind, die Termine wahrzunehmen. Und da braucht es wirklich viel mehr Unterstützung, wo es ja dann auch Angebote gibt von der Diakonie oder von der AWO mittels Sozialarbeiter. Ja, jetzt haben Sie es schon so ein bisschen angerissen. Was würden Sie denn sagen, was braucht es noch, um eben das Problem Wohnungslosigkeit einzudämmen oder im besten Fall natürlich ganz zu beseitigen? Wir brauchen deutlich mehr Förderung im Bereich sozialer Wohnungsbau. Der soziale Wohnungsbau, der wird seit Jahren totgespart. Es gibt auch im Bereich des sozialen Wohnungsbaus einen Verdrängungswettbewerb. Da kommt der Obdachlose, möchte die Wohnung haben, dann heißt es, wie kann ich sie telefonisch erreichen? Ja, gar nicht. Wie kann ich sie postalisch erreichen? Ja, auch nicht. Dann sind die Chancen schon mal sehr schlecht. Dann klingelt der nächste Interessent für die Wohnung und das ist eine alleinerziehende Mutter mit dem Kind. Und da ist natürlich für den Vermieter die Entscheidung relativ einfach, wem von den beiden Parteien er jetzt die Wohnung gibt. Das heißt, Obdachlose haben es auch sehr schwer, eine Wohnung zu bekommen. Also doch sind die Herausforderungen da, sie sind groß, aber es gibt ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die sich dagegen stellen. Herr Brandstätter, vielen Dank, dass Sie heute hier waren und sehr für das interessante gerne. Gespräch. Vielen Dank. Danke.